Fälle ersetzt also Neuzugang Roman Bürki. Und ansonsten gibt es nur einen Neuen in der Aufstellung. Das ist Shinji Kagawa mit der 23, rechtsoffensiv, der den Torschützen des Spiels Jonas Hofmann ersetzt. Viel Neues auf der Bank und auf dem Trainingsplatz. Auf dem Feld heute fast nur altbekannte Namen, bis auf Julian Weigel, den man mit der 33, den 19-jährigen Neuzugang von 1860 München. Das ist die Aufstellung des Wolfsberger AC. Bester Fußballer ist Joachim Standfest im defensiven Mittelfeld. Vielfacher österreichischer Nationalspieler, aber auch schon 35 Jahre alt. Und Kapitän Solbauer, guter Innenverteidiger, einen Bekannten aus der zweiten Bundesliga in Deutschland. Der spielt vorne im Sturm. Silvio, der Brasilianer, hat 2,5 Jahre für Union Berlin. Auf Piszczek. Kagawa, Reus, Kagawa, wieder Reus. Und es schnell machen, dann setzen sie sich unter Probleme. Aber nicht ganz exakt, Mkhitaryan nicht erreicht. Alexander Kofler im Wolfsberger Kasten. Mkhitaryan, Kagawa. Shinji Kagawa. Bernsling. Gute Flanke auf Silvio. Der Schmelzer. Und Kofler. Und dann braucht er die Hilfe von Boris Hüttenbrenner, den zweiten Innenverteidiger. Das unkonventionelle hat der Abwehr. Weigel. Schmelzer. Und Aubameyang. Kofler. Marco Reus. Da hinten stürmt Sokratis rein. Henrik Mkhitaryan holt einmal aus. Überlegt es sich. Reus. Mensch, ist der gesamte Strafraum mit Weißen voll. Wie soll man da durch? Ilkay Gündoğan probiert's. Heute die Europa League Qualifikation. Borussia Dortmund ist also schon voll in der Saison. Für viele Bundesliga-Clubs geht es dann am Samstag los, am Wochenende. Unter anderem am Samstag Duisburg-Schalke, Stuttgarter Kickers Wolfsburg und Würzburg gegen Bremen. Jetzt schauen wir auf die Aktion von Kagawa. Weigel setzt nach. Mkhitaryan. In der Mitte. Aubameyang. Findet bisher in Kofler steht sein Meister. 28 Jahre, 1,94. Das war jetzt nicht schwer zu halten. Da war dieser Kopfball in der 26. Minute von Aubameyang schon eine größere Herausforderung für den Goalie des WRC. Reus. Drüben ist Mkhitaryan, bekommt den Ball in der Mitte. Wieder Marco Reus und wieder Kofler. Mkhitaryan, Aubameyang, die wechseln oft die Positionen. Im Moment besetzt Kagawa das Zentrum. Da kommt Reus über links rein. Reus, Kofler. Und Avram pfeift. Pfeift, aber pfeift einen Abstoß. Kagawa. Und dann macht Reus das Klasse gegen Hüttenbrenner. Da ist Kofler. Und sorry, das ist ein Elfmeter. Ball vorbeigelegt. Keeper kommt rein. Mkhitaryan. Hüttenbrenner rutscht weg. Kagawa jetzt doch aber. Shinji Kagawa, da ist es. Hoch verdient. Oder ist es nicht? Die Fahne ist oben. Und es gibt keinen Treffer für die Dortmunder. Da ist Aubameyang. Ja, der ist im Abseits. Aber der greift nicht ein. Und die Frage dieses zweiten Durchgangs wird auch sein, ob die Kraft hält bei Dortmund. Jetzt erstmal Gündoğan auf Mkhitaryan. Das ist großartig. Das muss zum Erfolg führen. Das ist Marco Reus. Und das ist das erlösende 1:0. Endlich. Klasse gespielt. Und edel vollendet. Dortmund führt. Wie auch
jetzt schon im Endspiel. Der Vorbereiter Mkhitaryan, klasse Laufweg, gut freigespielt von Gündoğan. Reus an der Abseitsgrenze, aber noch okay. Und dann lässt der Kofler dieses Mal keine Chance. Das 1:0. Der 13. Versuch der Dortmunder sitzt. Reus. Gündoğan. Schöner Ball auf Aubameyang. Emerick Aubameyang und er steht 2:0. Aubameyang startet im richtigen Moment. Und lässt Kofler keine Chance. Und das ist doch jetzt mal eine Chancenverwertung. Der zweite Torschuss der Dortmunder im zweiten Durchgang. Da jetzt mal sowas wie Druck entsteht von den Gästen, die nun wirklich gar nichts mehr zu verlieren haben. Jetzt ist auch wurscht, ob sie 2, 3 oder 4-0 verlieren. Jetzt müssen sie eigentlich mal was versuchen. Und dadurch sollten Räume für die Dortmunder entstehen, wie jetzt für Mkhitaryan. Klasse gesehen. Reus in der Mitte, Aubameyang. Mkhitaryan, Reus, der guckt genau. Kommt er genau vor Aubameyang auf. Hey! Aus dem Nichts, Henrik Mkhitaryan. Was für ein Tor. Oder guckt er noch? Doppelpass mit Piszczek, wer die angegriffen? Nein, dann probierst du einfach mal. Bei allem Guten, was der Kofler bisher geleistet hat, der Wolfsburger Keeper, der ist jetzt, auch wenn er hart kommt, aber er ist nicht unhaltbar. Geht ins kurze Eck, schlägt ein. Erstaunliche Körpersprache, viel selbstbewusster mit seinen 19 schon. Mkhitaryan, Doppelpack des Armeniers. Und fordert den Ball, gleiche Höhe, kleine Abseits. Und dann guckt er sich hier einfach aus, knallt ihn rein, wie auch schon beim 3-0. Und dann ist er der Mann der Dortmunder Offensive heute. Mkhitaryan. Gibt er noch einen? Er gibt noch einen. 5-0. Dreierpack. Henrik Mkhitaryan. Da kommt sogar der Weidenfeller ganz weit raus, tief in die gegnerische Hälfte. Auch wenn es gegen einen vermeintlich kleinen Gegner ist, drei Tore, eins vorbereiten, das muss man... Tuchel hat nichts ausgeschlossen zwischen Weidenfeller und Birki. Und dann ist es vorbei. Dortmund siegt am Ende souverän mit 5:0. Dank des überragenden Henrik Mkhitaryan.